Ja, die Republik Moldau möchte Mitglied in der Europäischen Union werden. Die Beitrittsverhandlungen starten demnächst. Und die Staats- und Regierungschefs der EU sind einverstanden, dass verhandelt wird. Aber wie sieht es aus mit den Menschen hier in Moldau? Ich habe mich verabredet auf eine Tasse Kaffee. Ja, die jungen Menschen sind meistens dafür, aber einige auch dagegen. Eine Recherche mit der Kaffeetasse für Euronews Witness. Erste Station meiner Reise ist Hirtop, ein Straßendorf mit gerade einmal 1000 Einwohnern. Hier treffe ich Rusanda. Jeden Tag verlassen Dutzende Menschen Moldau, wandern aus in den Westen. Doch Rusanda ist geblieben. Die junge Frau steht an der Spitze eines Netzwerks kleiner Dörfer, die mit Kulturangeboten die Landflucht bremsen wollen. Wenn Powerfrau Rusanda nicht gerade die Axt im Garten schwingt, steckt sie ihre Energie in Kunstprojekte und Subventionsanträge. Do you feel part of the European Union? Partly I feel that we are part of European Union. One day we will be accepted in that community. Here in the countryside, this identity, is it an Eastern identity, is it a Western identity, a mixed identity? It's a fluid identity, you know, because there are many nationalities in Moldova, so we respect this diversity. Wir gehen rüber zum Kulturhaus. Teppichknüpfkunst und Weberei sind Teil des moldauischen Kulturerbes. Doch Rusanda und Kulturhauschef Radu wissen, um die Jugend zu halten, braucht es mehr. Rusanda hat es geschafft, Staatshilfen zu bekommen. Seit Herbst gibt es in Hirtop ein modernes Kino und die Dorfjugend freut sich über Top-Technik fürs DJ-Training. Auch Rusanda übt am Controller. Technomix ist genauso kreativ wie Gitarrengesang, glaubt sie. Bei einem EU-Beitritt könnte die Kulturinfrastruktur überall im Land ausgebaut werden, nicht nur in Hirtop. Doch es geht nicht nur ums Geld. European culture is about diversity in unity and unity in diversity. How do you see Moldova fitting into this concept? European culture is not only about diversity, but also it's about critical thinking, critical discourses. It's very much about community building. Nächster Zwischenstopp, eine bescheidene Hochhaussiedlung am Rande der Hauptstadt. Politikstudent Nikita engagiert sich in der russlandfreundlichen Sozialistischen Partei. Den Nachbarn hilft er, Heizkostenbeihilfe zu beantragen. Doch obwohl diese Hilfe von der Europäischen Union mitfinanziert wird, ist Nikita gegen einen Beitritt zur Europäischen Union. Wie Russlands Präsident Putin trainiert Nikita Judo. In seinem Regal entdecke ich ein Buch des russischen Ultranationalisten Schirinowski, ein Hetzer, der zu Lebzeiten mit rechtsextremen Hassreden um Wählerstimmen warb und die Ukraine besetzen wollte. Als Kind malte Nikita gerne Sowjetsterne. Im Alter von 14 trat er dann der sozialistischen Jugendorganisation Junge Garde bei. Is it a good or bad idea that Moldova joins the European Union? Радикальная интеграция на Запад не соответствует интересам граждан Республики Молдова. Экономический интерес Республики Молдова – это расширять отношения как с Европейским Союзом, но в первую очередь с восточными нашими партнерами, с Россией и Китаем. Евроинтеграция в форме, которая имеет место быть в Республике Молдова, да, когда идет полная деградация государства, его уничтожение, абсолютно неприемлемая эта форма. Im Osten Moldaus liegt Transnistrien. Dort herrschen kremltreue Separatisten, bewacht von 3000 russischen Soldaten. Die Wiedervereinigung mit Transnistrien sollte ganz oben auf der Agenda stehen, nicht die Europäische Union, findet Nikita, obwohl eine Mehrheit der Moldauer für einen EU-Beitritt ist. Er nimmt mich mit in die Parteizentrale der Sozialisten. Vor der bunten Wandkarte erklärt er mir Moldaus politisches Durcheinander. Восточная часть Республики Молдова, которая выступает за восточное развитие, то есть России. Южная часть, которая в большинстве случаев люди выступают за взвешенную внешнюю политику, не только Европейский Союз.
север Республики Молдова, это статалисты, молдовинисты, они выступают за укрепление государства. Ну и в основном центр, это, да, вот здесь большинство граждан выступает за Европейский Союз. In seiner Freizeit betreut der 20-Jährige ehrenamtlich die Propaganda-Plattform der Jungen Garde. Für die Jugendorganisation produziert er Videos und bedient soziale Medien. Wer sind deine politischen Vorbilder für dich ganz persönlich? Если говорить про сегодняшний день, то естественно, то самым феноменальным примером является пример Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии. Нельзя списать со счетов и Владимира Путина, Александра Лукашенко, таких сильных лидеров. Сейчас Молдова на грани исчезновения из-за политики, которая проводится под эгидой евроинтеграции. Наш нейтралитет, это является нашим гарантом, гарантом того, что мы не станем, да, пушечным мясом для геополитических сил в их баталиях. Szenenwechsel. In einem Industriegebiet treffe ich Nadezhda. Hier produziert die 26-Jährige Brotaufstriche. Mandeln und Haselnüsse kommen aus Moldau, Erdnüsse aus Brasilien und Fettmilch aus Polen. Die überzeugte Europäerin expandiert. Maschinen für die Schokoladen- und Eiscreme-Produktion sind schon bestellt. So, Moldova will be member of the European Union, maybe soon. So, what's your opinion about this? It's nice. Maybe we'll have more markets where we can sell our product. And to what extent made in Europe could be something which is useful for you? Will be a tool for us and maybe easier to export. We'll have, if we will be part of Europe, I think some of the doors will be easier to open for us. Neulich ersetzte Nadezhda eine chinesische Schrottmaschine durch ein italienisches Qualitätsprodukt. Ein konkreter Vorteil einer EU-Mitgliedschaft Moldaus wäre aus ihrer Sicht der Wegfall von Zöllen, beispielsweise beim Kauf von Maschinen made in Europe. Doch das ist nicht alles. So, nothing is impossible. You can go for your dreams. I want to create a manufacturer here in Moldova. And when someone will see in the Spain or in the France that product, they say, ah, I know, maybe it's someone from Moldova that is making that product. And I can make Moldova famous by the product that it's making here. We have a big potential here in Moldova. We need to grow more in the food industry, in the manufacture, with the farmers, and we can keep here people, we can hire more people. Als Putzfrau, Verkäuferin und Tennistrainerin in den USA sparte Nadezhda etwas Geld. Doch als sie erneut nach Kalifornien wollte, durchkreuzte Covid-19 ihre Pläne. Sie blieb in Moldau und gründete ihr eigenes Start-up. So everything starts from the joke, started the pandemic situation. I decided to do by myself at home peanut butter. Also I saw on the Facebook everybody is posting what they are doing at home. I also did that, and in one night I had more than 1,000 orders. So I said in that morning, I don't know how, but I am gonna create the manufacturer of nut butter here in Chișinău. I like love the idea that you can create something that is longer than your life. Nadezhdas Brotaufstrich ist nicht überall erhältlich. Doch nun hat es die Selfmade-Frau geschafft, auch mit einigen Supermarktketten Verträge zu schließen. Sie glaubt, dass die Marke Moft bald ein Begriff sein wird, so wie Nutella oder Coca-Cola. Der europäische Binnenmarkt ist für Nadezhda das Sprungbrett in die große Welt. Zurück aufs Land, nach Hirtop. Die Republik Moldau hat viele Facetten. In manchen Dörfern wird Rumänisch gesprochen, anderswo Russisch. Rosanda zeigt mir den alten Bunker unter dem Kulturhaus. Freitags tanzt hier die Dorfjugend. Zeitgenössische Künstler aus der ganzen Welt stellen hier aus. Installationen erinnern an Krieg und Leid. Kein Wunder, schließlich grenzt Moldau an die Ukraine. Aber auch die eigene Dorfkultur hat hier ihren Platz. Zeit für eine Tasse Kaffee. What is Moldovan culture? It's a mix between a tradition and contemporaneity. So you can preserve the heritage, but also develop it and just to build new ways of looking forward in the future. It's also about multilingualism. The European culture will be diversified with our Moldovan culture. Moldau will 2030 EU-Mitglied werden. Bedingung hierfür ein grundlegender Umbau von Justiz, Wirtschaft und Politik.